Wer krank ist, arbeitet nicht, bekommt aber trotzdem weiter sein Gehalt. Das nennt man Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das heißt aber nicht, wer nicht arbeiten will, lässt sich einfach krank schreiben. Das ist nichts anderes als Blaumachen. So nennt es der Volksmund. Verniedlichend. Denn streng genommen ist es etwas anderes. Es ist Betrug. Zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen. Ich bin kein Mediziner, aber wenn von jetzt auf gleich 200 Piloten krank werden, habe ich so meine Zweifel. Das sieht aus, als ob die Piloten ihren maroden Arbeitgeber unter Druck setzen. Damit schaden sie allen. Den Passagieren, die sind zunehmend genervt und überlegen sich zweimal, noch Tickets zu kaufen. Dem Unternehmen, das braucht jeden Cent und damit jeden Passagier. Und dem sozialen Miteinander. Denn die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist eine ganz wichtige Errungenschaft. Sie soll kranke Menschen schützen und absichern, nicht Interessen durchsetzen. Die Krankschreibung darf nicht missbraucht werden zum eigenen Vorteil. Bei allem Verständnis für die Sorgen der Piloten, was ihr macht, ist unanständig, unkollegial, unsozial. Schämt euch!